Floppy benutzt. Crazy gut. Also im Berg drin, könnte man sagen. Könnte man sagen. Crazy Groove ist ja weg und dann ist einfach hier im Berg erschaffen. Mit Crazy Groove zusammen. Ja, so schlimm. Scheiße. Hört ihr es? Die ganze Zeit, wie so jemand mit der scheiß Waffe ballert. Weil mit Geschützturm. Ey, Geschützturm ist auch overpowered. Geschützturm ist overpowered. Ist so stark, weil wenn du einmal in diesem direkt vor dem Schützturm bist, also sehr weit vom Geschützturm bist, weil er der ganze Zeit auf dich drauf ballert und du kriegst immer wieder Schüsse ab, weil du gegen den Schützturm gar nicht gegenbauen kannst. Waffe. Mein Gott, der hatte ja auch diese neue. Digga, die haben alle Grappler gehabt. Und alle diese Waffe hier. Zwei Spieler von die hatten diese Waffe hier. Wo ist denn die goldene hier? Ist doch die goldene sein. Irgendwo. Ist hier runtergerutscht. Ja. Ist hier doch. Alle. Ich hatte eigentlich nur scheiß Loot. Nur die Spielern habe ich Loot bekommen. Wie soll ich jetzt spielen? Ist auch alles gelootet. Ist auch alles gelootet, oder? Oh, hier oben ist auch gar nichts. Irgendwas mit Leben. Danke. Jetzt habe ich 100 Leben, 40 Schild. Ich meinte, Digga, also gerechnet ist das halt 100 Leben gerechnet, wenn man den Schild von dem abzieht. 11 Stück, dann habe ich ja halt 100 Leben und 40 Schild. Das ist ja halt 100 Leben und 40 Schild gesagt. Genau dann in dem Moment Minis. Wenn ich gerade ein Video getrunken habe, ziehe ich genau in dem Moment gerade Minis. Ey, ich hasse dieses Spiel.
gerettet. Ist auf jeden Fall OP. Aber Slurp muss behalten. Slurp ist besser als Piggy. Das ist echt schwer. Das ist echt grad schwer. Ja, ich lasse den. Lass den Piggy dagegen. Was passiert, wenn ich so spiele? Soll ich es machen? Soll ich das machen? Dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich war richtig guter Schießer in so einem Spieler von weiter Distanz. Soll ich das machen? Schreibt es in die Kommentare jetzt. Die Mehrheit sagt, ob ich das machen sollte. Ich habe ja kein Handy, ne? Um zu gucken, die Kommentare. Ich warte. Meine Meinung, ich probiere das. Einmal. Meine Meinung. Probier ich mal das. Ich bin halt mit der Waffe schon sehr gut. Das sollte ich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich ohne Sturmgewehr spiele, sondern mit der Waffe spielen muss. Okay, dann gönnen wir uns diese Schießsense und holen wir alles. Ich habe gerade auch irgendwie im Kopf gedacht, ja, ihr sagt bestimmt alle ja und sie alle sagen ja. Lol. So, das heißt, los geht's. Mein Sturmgewehr ist eine Schießsense. Das darf ich nicht vergessen. So, weil ich darf dich so schießen. Nee. Das ist kein Sturmgewehr. Das darf ich nicht vergessen. Wenn ich das noch vergesse, verkacke ich komplett. Diese scheiß Schießsense. Und der Loot, den ich alles im Inventar habe, der wird bleiben. Die ganze Zeit. Bis ich dann irgendwann ein... Also, alles sollte drin bleiben. Also, das... Alles sollte drin bleiben. Schießsense, alles. Hm? Und schreibt in den Kommentaren jetzt, ob ich den Vierfach-Raketenwerfer weglege. Soll ich den wegnehmen oder nicht? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Bestimmt sagen jetzt so alle ja, ja. Weil mit vierfacher Raketenwerfer so überpowered. Also da sage ich auf jeden Fall, dass sie sagt ja. Oder? Ich tausche jetzt die Waffe gegen. Alle sagen nein. Okay, alle sagen nein. Das sollte ich mal fragen, Digga. Das heißt nur mit Schießsense. Schießende. Nice. Es ist halt nur mal zu sagen. Da, vielleicht sagt ihr ja, nimm das. Du sollst das weglegen. Dann ist es halt jetzt so gerade die Challenge. Dass ich so euch Fragen stelle und sage, soll ich das und das gegen das weglegen? Ne? Soll ich mein Slurp und... Mein Slurp weglegen. Also es ist jetzt gerade die Challenge, dass ich euch etwas sage und ihr darauf fragen müsst, ob ich das jetzt weglegen muss oder nicht. Ne? Ist immer so, ne? Und mal zur Info jetzt. Thank you.
Seite. Von hinten meinte ich. Wir haben meine Drohnenplätze sofort verbraucht. Ich musste sofort meine Drohnenplätze verbrauchen. Okay, diese Lux hat da überlebt, die mir auch richtig krass Hits gegeben hat. Okay, oder so. Ah, da vorne. Ja! Ich hätte ich aber ein Sturmgewehr, hätte ich das gemacht jetzt. Richtig schwer, Leute. Ihr macht es mir gerade richtig schwer. Ihr macht es mir gerade richtig schwer. Ihr macht es mir gerade richtig schwer. Ich sag's nur, ihr macht mir das gerade richtig schwer für mich. Das ist echt viel zu viel für mich. Ich halte das langsam nicht mehr aus, Leute. Ich habe noch mal mein Sturmgewehr weggelegt und ich bin jetzt schon fast tot. Ich habe halt gesagt, dass ich das alles weglegen sollte. Ja. Und deswegen muss ich hier jetzt aber rumlaufen. Und irgendwas machen. Und keine Ahnung was. Mit dieser kleinen Schießsense. Sie hat ja kaum Aim. Ich halte das nicht mal aus. Das ist ja nicht mehr aus, Leute. Langsam hat halt immer nichts mehr aus. Ich stelle euch jetzt keine Fragen mehr, ob ich das und das erklären sollte. Das reicht mir jetzt schon. So. Ein nur mit Schießsense und mit den Kreisstummel über Schießsense zu benutzen. Was habt ihr mit mir angetan? Ich kann gar nicht mehr spielen, Leute. Steht ihr, warum ich gar nicht mehr spielen kann? Seht ihr den Grund? Ja, natürlich, ich kann ja mit Schießsense gar nicht. Ich kann mit Schießsense zwar gut spielen, Format. Ja, ja. Habt ihr auch alle gehört. Aber ihr Rest kann das gar nicht im Nahkampf spielen. Ich hab ja gesagt, ein Sturmgewehr spiel ich Schießsense, also kann ich diese Waffe wieder da nicht benutzen. Ja. Capic Fire, Capic Fire. Letzter Spieler. Drei Leute durch Sturm gestorben.
sind drei Leute durch Sturm geschoben einfach. Drei Leute durch Sturm gestorben, ich erschieß mich. Alter. Challenge completed.